Logbuch des Captains, Sternendatum 9611,4. Bericht von Captain Hikaru Sulu von der USS Excelsior auf Patrouillenflug in der Nähe des Enkeberan-Nebels. Nach Überwindung der Konflikte, die mit dem Verschwinden der Organia entstanden waren, konzentrierte sich die Sternenflotte wieder vermehrt auf Missionen, die der Wissenschaft und Forschung gewidmet waren. Nun aber sind wir gezwungen, die Verfolgung dieser hohen Ziele erneut zurückzustellen. Die Organia sind zurückgekehrt und sie sind nicht allein. Eine galaktische Supermacht, bekannt unter dem Namen Interstellaris Concordium, hat sich mit den Organiern verbündet und verwendet nun deren Raumzeitanomalien als Ausgangspunkt für Übergriffe auf den Alpha- und Beta-Quadranten. Ihr Ziel ist unsere vollständige Unterwerfung. Sie glauben, dass nur die militärische Macht des Concordiums den Kriegen ein Ende bereiten kann, die unsere Galaxie noch immer beherrschen. Ironischerweise entsteht, da beide Quadranten Widerstand leisten, durch deren schräges Friedensideal immer noch mehr Blut vergießen. Und während sich die Aufmerksamkeit der Galaxie hauptsächlich auf die neuen Invasoren richtet, ist der alte Hass zwischen den Mirakern und den Lyranern wieder aufgeflackert und entlädt sich in blutigen Konfrontationen. Überall in der Galaxie herrscht Krieg und Chaos. Es ist eine dunkle Zeit für jeden von uns. Aber aus Zeiten der Not erwachsen auch neue Ideen. Und die Föderation wird nicht kampflos untergehen.